Sie haben für mich extra einen leeren Platz in der Stadt zurückgelassen. Aber wenn du mich nicht kaufst, kauf mich. Da gibt es noch ein seltsames Gebiet für einen erklärlichen Grund. Also da waren wir ja vorhin da, wo eigentlich nichts ist und das Schild stand, man soll hier eine Welt einbauen. Rede darüber, die vierte Mauer, also wahrscheinlich die vierte Realität zu brechen. Ja, das sind einfach nur sinnlose Sachen, um zu verdeutlichen, wie sinnlos DLCs sind. Also der Typ da zum Beispiel hat nicht mal einen Namen, der ist einfach nur der DLC-Man. Ich weigere mich, ein Teil dieser Scharade zu sein. Erfüllt das nicht nur deine... Okay, den Satz kann ich nicht richtig übersetzen. Tut mir leid. Aber wir haben ein neues Achievement freigeschalten. Das kann ich mir gleich mal angucken. Also wir haben das Achievement, wir haben den hier, wir haben den Komödianten, seine Terrorherrschaft beendet und wir haben uns lang genug mit dem mysteriösen DLC-Man unterhalten. Und wir sind in der Story vorangeschritten, als wir das Schwert gekriegt haben. Juhu. Aber gut. Nun haben wir Pflanzen. Jetzt können wir uns mit den Zombies anlegen. Also zurück zu den Schafen. Zombie-Schafen. Hui. Jetzt kommen die Zombie-Schafe und jetzt kommen meine gefährlichen Pflanzen. Ja, komplettes Zombie-Klischee. Wartet. Möchtet ihr nicht lieber diese Pflanzen? Immerhin seid ihr Schafe. Ja, sie fressen. Nein. Wer hätte gedacht, dass diese Pflanzen Zombies besiegen können? Das sind Zombie-Schafe, die fressen lieber Gras als Hirne. Ich meine, es ist irgendwie dämlich, wenn du darüber nachdenkst. Aber es war hilfreich und nun stirb, Schäfer. Warte, komm schon, Spieler. Ja, wir hacken auf ihn ein und tot ist er. Schäfer, hä? Okay, wir haben gewonnen. Wir haben es geschafft, das Dorf zu retten. Und was macht er hier im Abspann? Spieler. Shopkeeper, was tust du hier? Du kannst doch nicht gehen. Was? Geh mir aus dem Weg. Ich muss triumphal den Weg entlang laufen, während die Credits kommen. Ich kann es nicht zulassen. Pass auf, du bist viel profitabler, wenn du versuchst, ein Held zu sein. Ich bin ein Held. Ich habe die Stadt gerettet. Jeder ist sicher. Sicher vor was? Zombieschafen? Es gibt viel größere Gefahren als Zombies, weißt du? Oh ja, was denn? Ja, Error 3007, Lost Connection to Server. Das ist eine viel größere Gefahr. Space to Retry. Reconnecting to Server. No response vom Server, Error, Timeout. Ja, super. Jetzt sind wir jetzt bei Diablo 3 gelandet. Schon wieder mit dem Server wieder verbinden. Ja, und jetzt sind wir in der Warteschleife. Jetzt müssen wir warten. Wir sind der 5. in der Position. Der 8., der 11., 15., 19., was zur Hölle. Okay, 3., 1. Okay, wir sind wieder mit dem Server verbunden. Wir sind wieder bei den Avocado-Hügeln.
Super. Dem sein Grabstein liegt immer noch dort. Und was nun? Hm? Oh Gott. Seht ihr das hier? Pop-up-Werbung. Hilfe. Und wir sind jetzt wieder in der Stadt angekommen. Gucken wir mal, was sich geändert hat. Wir haben einen digitalen Store. Jetzt statt dem Händler. Und wir können das geschnittene Content Pack kaufen. Okay. Gucken wir mal, was das macht. Ich glaube ja, so wie das in der Beschreibung stand, hat das jetzt endlich den Content für die für das eine Gebiet da hinten freigeschalten, in das wir noch nicht gekommen sind. Hat hier irgendwer was Neues zu sagen? Ich glaube, der Bürgermeister hat jetzt was Neues zu sagen. Du hast die Stadt vor dem Schäfer gerettet, danke. Gern geschehen, aber jetzt muss ich den Shopkeeper aufhalten. Kannst du mir helfen? Ich habe mein Part getan. Ich kann dir nichts mehr Relevantes sagen. Okay, wenigstens bist du ehrlich. Ich weiß ja nicht, es ist, als ob ich nicht mal wüsste, was gerade passiert. Ja, NPCs eben. Und ja, das mit dem neuen Content, was wir jetzt freigeschalten haben, das kennt man ja auch aus. Aus vielen DLC-mäßigen Spielen, dass man einen Haufen neuen Content kriegt, indem man einen Haufen teure DLCs kauft. Und wir sind... Aua, tot. Und wie man sehen kann, ist jetzt hier, wo vorher nichts war, ein ganz neues Gebiet, in dem ein Haufen Zeug rumliegt. Das sammeln wir wieder mal alles schön ein. Wir brauchen das Geld nämlich. Wir brauchen hier wirklich jeden Penny. So. Darunter springe ich erstmal noch nicht. Was hat der mir hier eigentlich zu sagen? Gucken wir mal. Oh, wo kommst du denn her? Hier war doch nichts vor einer Minute. Ich weiß es nicht. Ja. Ein komischer NPC. Ob wir den nochmal brauchen? Lieber erstmal alle Münzen hier einsammeln. Und uns hier durchhacken. Oder... Ja, die Münzen da drüben sind ein bisschen lustiger zu kriegen. Weil hier eine dicke, fette Stachelgrube ist, die wir einfach mal reinhüpfen können. Sparen wir Zeit. Denn jetzt müssen wir erstmal nochmal sterben. Ja. Müssen wir hier runterspringen. Und hier noch mehr Geld finden. Ja genau, hier unten gibt es noch auch ein bisschen Geld. Und sterben nochmal an einem einzelnen Stachel. Ja, wie ich vorhin sagte, wie macht man ein Spiel schwerer? Man baut Stacheln ein. Vor allem Instant-Kill-Stacheln. Die machen so viel Freude. Findet ihr nicht? So. Oh, wir haben es sogar rüber geschafft, aber ich habe zwei Münzen verpasst. Also gleich mal respawnen hier drüben. Und mehr brauchen wir auch nicht. Jetzt können wir wieder auf dem Weg, auf den wir reingekommen sind, raus. Auch wenn das etwas länger dauern könnte. So.
Jetzt müssen wir wieder in die andere Richtung weiter. Durch die Dark Zone können wir einfach so durch. Jupp. Jetzt gehen wir unten nochmal in die Höhlen entlang. Weil da habe ich auch noch nicht alle Münzen eingesammelt, die ich im Doppelsprung hätte einsammeln können. Hier ging es nicht durch. Falsch. Der Brücke traue ich immer noch nicht. Safe Point, und zwar... Aua. Nein, so macht man es falsch. Genau die hier zum Beispiel. Und überall steht die Pop-Up-Werbung rum. Toll, nicht? Hier geht es bloß zum Miner-Fuzzi zurück. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja. Und ich denke mal, bevor ich hier jetzt kurz weitermache, versuche ich nochmal den Cheatcode. Also der war hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, A, B. Nein. Und da ging der im Menü. Hoch. Nee, der war nicht im Menü, der war hier. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, A, B. Da hoch, hoch, runter, runter, rechts, links, A, B. Da war es hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, B, A. Hoch, hoch. Der muss man ziemlich schnell eingeben, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, A, B. Hoch, hoch, runter, runter, rechts, links, A, B. Hoch, 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 runter, runter, links, rechts, A, B. Nein, ich krieg's jetzt gerade irgendwie nicht hin. Schade, da muss wahrscheinlich dieses Achievement ausfallen. Aber ansonsten können wir an den Spieler Status gebannt. Grund, lass uns sehen, wie du dich hier rauskaufst, der Shopkeeper. Zeit, bis der Bann aufgehoben wird, niemals. Und wir haben das Name Change Pack gekriegt. Juhu, wir dürfen unseren Namen ändern. Da sind wir nicht mehr der Spieler. Okay. Boah, ist das teuer, aber wir brauchen es. Bitte einen neuen Namen eingeben. Spieler 2. Spieler 2. Justin Bailey. Ist ebenfalls vergeben. XXX, Sniper XXX. Name Change accepted. Okay, wir sind jetzt XXX tilde P14, also Player und dann 69 Sniper 117 XXX. Jawoll. Wir haben einen super tollen Namen jetzt. Nee, da wollte ich doch nicht. Ich wollte nicht ins Menü. So. Hopp. Hopp. Und nun müsste ich durch dieses Ding hier durchkommen. Status neu, ja, willkommen. Okay, war diese Pop-Up-Werbung. Und wir können jetzt mit den Schafen reden. Grains. Nicht mehr nach Hirn, sondern nach... Super, jetzt liegen uns Felsen im Weg. Eine Notiz ist an diese Felsen gepappt. Ich habe den Weg vorwärts blockiert. Und dieses Mal gibt es kein DLC, das dir. Dieses Mal verkaufe ich kein DLC, um dir zu helfen. Der Shopkeeper. PS. Versuch nicht mal nach einer Spitzhacke in den Höhlen zu suchen. Ja, super.